Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge bei dem Story Valley Let's Play. Und wir haben einen Kupferbarren erhalten. Moment, ich muss die Lautstärke am Headset noch ein bisschen weiter runterschrauben. Das ist dann doch zu viel Musik auf einmal. Natürlich schnell noch das Zitat. Hat das Thema Weisheit und stammt von Jeremias Gotthelf. Gotthelf. Und das Zitat lautet: Die Weisheit wird nicht angeboren, sondern erworben. Ja, ich nehme dieses Video nun schon am Freitag auf, einfach weil ich am Wochenende keine Zeit finden werde, denke ich mal, wirklich aufzunehmen. Meine Rendern. Ja, okay, da kann man sagen: Gut, fahre runter, wenn du fertig gerendert hast. Oder beim Hochladen kann ich mir einen Timer stellen, dass ich sage: Okay, ab 15 Uhr fährst du einfach runter. Also du im Sinne von den Rechner, ja. Und nun ja. Bau einen Hühnerstall. Ich habe doch irgendwo. Huch. Ja, ich muss dran denken, dass ich mich so vorbewege. Ja, und deswegen nehme ich das heute halt schon am Freitag auf. Das wird nächstes Wochenende auch nicht viel anders sein. Oh, der Bus ist da. Können wir mit dem Bus fahren? Hallo? Nein. Der Bus Richtung Kaliko-Wüste ist momentan nicht in Betrieb. Aber dennoch hier. Es gab nämlich letztens auch ein Update, aber ich habe mir nicht die Patch Notes durchgelesen. Ich habe die mir scheinbar nicht wirklich, schätze mir mal, durchlesen können, oder? Löwenzahn, oh. Wie war das? Narzissen sind giftig. Löwenzahn können wir essen, ja, das glaube ich. Nun, was wollen wir denn machen? Wir müssten am besten Sämer reinkaufen mit unserem doch wenigen Geld. Und laut Kommentar sollen wir dieses Jahr auch behalten. Hofbuch, heißt das vielleicht. Ich hätte gern Erdkristall über den Kamin hängt. Bitte komm irgendwann heute damit vorbei. Habe ich ein Erdkristall? Keine Ahnung. Da der erst um 9 aufmacht, dann tippen wir nochmal zurück. Der gute Pierre. Und ja. Nun, das Video wird ja am Montag erscheinen, wenn alles dabei bleibt. Ich sehe gerade, ich habe eine sehr komische Auflösung. Jetzt mal wirklich, ich spiele auf 1600. Hä? Das hier ist 1600 oder so in der Art. Das hier ist auf 2K, beziehungsweise WQHD. Ja. Habe ich einen Erdkristall? Nein. Besitze ich nicht, also dementsprechend lohnt es sich auch nicht, einen solchen bei Elliot abzugeben, wenn ich keinen habe. Ich müsste mir natürlich einen suchen, möchte ich aber nicht. Ich möchte eigentlich jetzt erstmal. Oh, hallo. Guten Tag, Bürgermeister Lewis. Lewis Säure und Lewis Base. Oh, hallo. Was für ein Schandfleck. Meint er den pinken Baum da hinten? Nein. Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder was davon übrig ist zumindest. Das ist das Community Center. Ja, jetzt macht das Klick. Sind wir ja schon ein paar Mal dran vorbeigestiefelt. Mal gucken, was es dazu zu erzählen gibt. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt. Immer gut besucht. Dann kam die Wende. Nein. Jetzt schau es dir einfach an. Es ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihrem Fernseher sitzen, als sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Nun gut, aber lassen wir das. Ich klinge wie ein alter Trottel. Der Julia-Konzern drängt mich schon länger, dieses Stück Land an sie zu verkaufen, damit sie ein Warenhaus daraus machen können. Genau, die Stadt könnte das Geld gebrauchen, aber irgendetwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikten der Vergangenheit, wie dem auch sei. Wenn sich noch irgendeiner eine Mitgliedschaft vom im Julia-Konzern holt, werde ich es einfach verkaufen, okay? Hier, lass uns reingehen. Okay. Das sieht strange aus. Ja, das sieht wirklich strange aus. Hm, was ist das? Ja, das sieht aus wie ein
Indianer, Zippy, keine Ahnung, nicht ganz. Vincent und Jazz müssen hier gespielt haben. Ja, sieht es sogar noch verwahrlost aus, als ich dachte. Was ist das? Jetzt ist es verschwunden. Was ist los? Ist dir schlecht? Na bestimmt. Sieht auch schon aus wie Robinson Crusoe, der seit 7 Tagen nichts gegessen hat. Du hast etwas gesehen? Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Das war sicher keine Ratte. Da ist es schon wieder. Hehe. Ich mache mir Sorgen um dich, Finger Ingo. Hör zu, ich gehe nach Hause. Ich brauche etwas Mittagessen. Oder etwas zu Mittagessen. Hey, ich lasse diesen Ort von jetzt an einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, die ein oder andere Ratte zu fangen, wenn du zu viel Zeit übrig hast. Ne, genau. Merkwürdig. Ich muss später zurückkommen und dieses Gebäude genauer unter die Lupe nehmen. Guten Tag. Da unten. Wie komme ich da hin? Da ist etwas. Okay. Wie? Nee, keine Ahnung. Ich kann das nicht übersetzen. Okay, keine Ahnung. Es sieht aus, als könnte man hier Sterne sammeln oder irgendwas. Aus wie ein altes Aquarium, ein altes Brett voller Informationen, die man nicht mehr lesen kann. Interessant, aber was machen wir damit? Nichts. Nur gut. Okay. Interessant. Nun, wir wollten ja hier genau bei Pierre einmarschieren und ein paar Samen kaufen. Kennen wir diesen Typen schon, den Footballspieler? Alex. Der Strand ist ein cooler Ort. Zeit zu verbringen und was? Naja, gut, okay. Und ein paar Sonnenstrahlen zu fangen. Super, mir fehlen immer noch zwei. Ich sag ja hier, wir haben diese drei Leute. Den Zauberer, diesen böse guckende Typ und keine Ahnung, wer das ist. Den noch nicht kennengelernt. Wer weiß. So, guten Tag. Ja, erstmal einen neuen Rucksack gekauft. Hahaha. Pastinaken, Bohnen, Blumenkohl, Kartoffel, Tulpen, Grünkohl, Zierlauchgras. Okay. Also so ein Apfelbäumchen oder so, das wäre schon cool, aber. Ja, 30.000 für den Katalog, genau. Essig. Ach so, ja, zum Herstellen, ja klar. So, wie wär's mit Blumenkohl? Bohnen. Wächst in 10 Tagen heran. Muss man mal lesen. Wächst in 12 Tagen. In 6 Tagen. Wo Kartoffeln können wir sehr gerne. Tulpen. Ja, gut. Grünkohl. Tulpen wachsen auch in 6 Tagen. Zierlauch. Okay, na, dann hat sich's langsam schon mit dem Geld erledigt. Ich würde sagen, ich vertraue einfach mal den Kartoffeln und den Tulpen. Obwohl die, naja. So, jetzt hat sich's eh erledigt mit Geld. Wobei ich Löwenzahn und Narzissa verkaufen konnte. Wieso nicht? Dafür, dass sie frei am Straßenrand, sage ich mal, gewachsen sind und dennoch Geld einbringen. Waren wir hier schon drin? Ja, bestimmt, oder? Brauchst du den Arzt? Eigentlich nicht. Energie, Tonikum und Muskelbalsam. Wer ist das dahin? Ist das der Arzt? Hallo? Harvey. Schau ruhig mal bei meinem Büro vorbei, wenn du dich jemals krank fühlst. Cool, Harveys neue Augen. Nein. Nein. Zu viel Text. Okay, dich kennen wir auch schon, Emily. Jody kennen wir auch schon. Keine Ahnung, vielleicht hat das auch mit der. Moment, ich kann doch der. Können wir das noch. Mensch.
Ja, dritte Abenteurer, okay, dabei. Das machen wir noch. Denn wir können ja der Abenteurer-Gilde beitreten, wollte ich ja gerade schon erwähnen. Da wir Stufe 10 oder so in die Minen erreicht haben, war das so. Ich spiele Stardew Valley wirklich zu selten, um das richtig mitzuverfolgen, was man hier denn alles machen kann, wie man sich hier entspannen kann, wie man sich hier ausleben kann. Wir sollen einen Hühnerstall bauen, hier können wir mal vorbeisehen. Bei Robin war es doch, glaube ich, die nicht da ist. Okay. Ich höre etwas pfeifen. Ich nehme mal an, dass es von draußen kam. Cool, wieder etwas Kostenloses. Wilder Meerrettich. Ja, hier ist der Typ, aber. Nein. Ach, den haben wir schon. Keine Ahnung, ich hatte es ja wirklich mit der Abenteurer-Gilde zu tun. Lassen wir uns überraschen. Lauch. Klopf, klopf, guten Tag. Es ist verschlossen. Geöffnet 14 Uhr bis 22 Uhr. Na gut, dann angeln wir noch kurz. Das kriegt man, glaube ich, hin, oder? Lassen wir uns da kurzzeitig die Zeit mal vertreiben. Wow, Grünalge. Cool. Sachen, die die Welt nicht braucht. Eigentlich, wenn das Spiel realistisch wäre, müssten wir eigentlich bei jedem zweiten angebissenen Fisch, sage ich mal, oder bei jedem zweiten Biss Plaste mit rausfischen. Ja gut, Grünalgen, okay. Aber wirklich Plaste. Egal, ob das jetzt im Fluss ist oder im Meer oder was weiß ich. Denn die Plastikverschmutzung ist einfach unglaublich. Und ich finde das dann auch irgendwie blöd, wenn die Leute sich dann drüber lustig machen, warum denn unbedingt in Deutschland die Sachen verboten werden. Natürlich, das EU-Parlament hat halt beschlossen, jetzt Plasteartikel wie Plaste-Strohhelme komplett zu verbieten. Aber, also bis, ich weiß nicht, innerhalb der nächsten 2 Jahre, ich will nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, innerhalb eines gewissen definierten Zeitraums, ein Forellenbarsch. Na, ein Fisch geht noch, wenn es schon 14 Uhr ist. Aber halt, so Sachen wie Diesel und so. Man darf nicht vergessen, Deutschland produziert, glaube ich, ist beim CO2-Verbrauch oder Ausstoß, nicht Verbrauch, auf Platz 4, glaube ich, ja. Ja, doch, ich glaube auf Platz 4. USA, China, Frankreich und dann Deutschland, kann das sein? Naja, auf jeden Fall, ich glaube wirklich, wir sind auf Platz 4. Und wenn es eben nicht so ein Land gibt, was da mal einen Vorreiter macht, dann wird sich da nie etwas ändern und dann, na, wir werden dann sehen, wo es hinführt, ja? Guten Tag, er ist zurück. Naja, so gut wie sie, so lange wie sie nicht gesagt haben, er ist wieder da. Oh, eine Holzklinge, Sneakers, okay. Ein Amethystring. Oh, ein Topazring, cool. Was ist das? Oh, Ziele für die Monsterjagd. Hilf uns, das Tal sicherer zu machen. Okay. Hol dir deine Belohnung bei Jill ab. Ja gut, das ist, wenn wir so und so viele Monster erschlagen haben. Ist okay. Was ist das? Können wir das Buch mitnehmen? Nein, warum auch? Bin ich jetzt. Ach so. Wer bist du? Jill. Komm wieder, wenn du mir was zu zeigen hast, Kind. Okay. Okay, ich bin dem beigetreten. War das jetzt jemand, den ich. Nein. Okay, das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Wir gehen jetzt pflanzen. Wir gehen jetzt wirklich anpflanzen. Also wie bereits, wenn das halt nicht irgendwie sich verbessert, dann. Es geht halt. Ja, natürlich, es geht um Plaste, es geht um Diesel, es geht um Kohlekraftwerke, es geht aber auch um Atomkraft. Es geht um so viele Sachen, die sich verändern müssen. Ich meine, es muss ja nicht von jetzt auf gleich. Erstens geht das nicht und zweitens wären das so viele Sachen, die sich ändern müssten und wenn die sich gleichzeitig ändern sollten, das geht einfach nicht. Zum einen gibt es niemanden, der das so schnell umsetzen kann. Zum anderen fehlt sein Geld und hat das dann wirtschaftliche Auswirkungen, die doch, denke ich mal, sehr enorm sind. Aber ich glaube schon, dass die Umweltbranche Willi dass die Umweltbranche sich gut entwickeln kann, dass sie auch wirtschaftsfähig wird. Ich meine, natürlich, die
die Hersteller und die, ja, die Vertreiber von Solarpanelen und Windkraftanlagen, die werden schon Geld machen, so ist es nicht. Aber es geht halt auch darum, dass allgemein das Geld dann wirklich auch vielen zugutekommt. Das heißt doch, dass natürlich auch Abgaben geleistet werden müssen, das ist ja immer so, das ist ja nun mal so. Aber halt auch sonst, dass halt, keine Ahnung, dass es halt einen positiven Effekt hat, was dort am Ende fabriziert wird. Es ist zwar schön, Energie zu erzeugen, aber es ist halt auch eine Sache, wie man sie erzeugt, sag ich mal. Und solange wie sich da nichts ändert, wird das halt wirklich schwer. Es ist einfach so. Ja, das waren jetzt harte Worte, aber meine, ich kann immer noch mal aufrufen. Geht wählen. Punkt. So einfach ist es. So. Eigentlich ist es blöd, wenn man das nebeneinander wachsen lässt, oder? Sieht das nicht blöd aus? Es ist schon fast 18 Uhr. Mann. Mann. Hallo? So, jetzt gleich gießen im Anschluss. Natürlich, irgendwann sollten wir wirklich bis zur, keine Ahnung, 93. Folge hier kommen. Ja, wird das mit dem Gießen nicht mehr so sein, denn es gibt ja dann irgendwann diese Sprenkleranlagen, glaube ich, und naja. Ich glaube, das nimmt einen doch eine Menge ab. So und so und so, okay. Gehen wir hier gleich noch auf Verkaufen. So. Haben wir neue Sachen zum Schmelzen? Wie war das? 5 und 1, oder? Ja. Genau so war's. Gut, dann, na gut, den Lehm, den brauchen wir hier auch nicht. Können höchstens mal noch einen Baum oder so fällen. Oder wenigstens hier ein bisschen Holz noch machen. Zum einen, damit es wieder ordentlich aussieht oder ordentlicher aussieht. Zum anderen, weil ja irgendwann mal hier bestimmt noch weiter gebaut werden soll. Das ging aber schnell. Das hätte ich ja noch nicht gedacht, dass es so schnell schmilzt. Ich hätte mal auf die Uhr sehen müssen. Wann habe ich angefangen mit dieser Folge? Ist eine Minute im Spiel, eine Minute in Echtzeit? Das kann gut sein. Dann würde ich sagen, hauen wir hier noch was rein und lassen das schon bei dieser Folge. Denn die letzte Folge mit King of the Road war einfach viel zu lang mit 30 Minuten. Deswegen, ich versuche mich mal wirklich zu reduzieren. Es ist einfach so. Ich glaube, das muss wirklich gemacht werden. Gut, dann geht's in die Haia und ich kann sagen, wir nehmen das Schiff mit. Nein. Wir sehen uns im nächsten Video. Wird natürlich auch wieder Stardew Valley. Okay. Und ja, bis dann.